Und bitte jetzt zum letzten Programmpunkt der heutigen Konferenz, die Podiumsdiskutanten zu mir auf die Bühne hier. Zwei davon kennen wir schon. Zum einen ist unser Gastgeber, der Vorsitzende des Biomasseverbands Horst Jauschneck. Dann den Herrn Vorstandsvorsitzenden Johann Marihardt, bitte. Als Gast vom Landwirtschaftsministerium ist Herr Rupert Lindner bei uns, stellvertretender Sektionsleiter der Abteilung 2. Dann ist der Herr Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich, August Astl, bei uns. Bitte zu mir. Wo immer Sie wollen. Dann eine Wortmeldung kam ja schon von ihm, Christoph Streisler von der Arbeiterkammer Wien, Abteilung Umwelt und Verkehr. Und last but not least, Herrn Christoph Czapek, Geschäftsführer des Fachverbands der Mineralölindustrie Österreichs. Herr Czapek, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Der Herr Keil hat vorher gesagt, E10 ist ein Produkt der Mineralölwirtschaft. Ist es ein geliebtes Produkt der Mineralölwirtschaft? Der Vortrag vom Herrn Keil, Herrn Dr. Keil, den habe ich also sehr interessant empfunden, vor allem auch die Zusammenfassung, da hat er mehr oder weniger schon alles gesagt. Wir sind in der Mineralölindustrie die Umsetzer. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wir haben B5 eingeführt, wir haben E5 eingeführt, wir haben dann gesteigert auf B7. Selbst wenn man jetzt von den Kraftstoffen absieht und zum Heizöl geht, da haben wir es geschafft innerhalb kürzester Zeit, weil die Rahmenbedingungen, vor allem die steuerlichen Rahmenbedingungen, gestimmt haben, auf schwefelfrei umzustellen. Das heißt, die Mineralölfirmen werden auch in Zukunft das machen, was die Politik und der Gesetzgeber von ihnen erwartet. Nur muss man bedenken, dass auch das Umfeld stimmen muss. Und wir haben ja mit dem Umweltministerium in Vorbereitung der Kraftstoffverordnung, es gab ja dann ein Begutachtungsverfahren, beziehungsweise auch in Vorbereitung eines möglichen Ablaufplans eigentlich sehr oft Gespräche gehabt, bis zu dem Moment, wo dann aufgrund der politischen Unstimmigkeiten diese Gespräche mehr oder weniger auf Beamtenebene eingestellt wurden und wir eigentlich jetzt darauf warten, wie das weitergehen soll, wobei die Position der Mineralölindustrie, glaube ich, allen Teilnehmern bekannt ist, die hier diese Rahmenbedingungen gestalten müssen. Was fordern Sie konkret? Also, ich meine, der Herbst kommt sehr, sehr rasch, oder? Naja, also der Herbst, das wird man jetzt einmal abzuwarten haben. Es hat eine Kraftstoffverordnung gegeben, die in Begutachtung war. Da haben auch wir unsere Bedenken geäußert, was jetzt einmal die Volleinführung betrifft. Man muss ja bedenken, der ursprüngliche Entwurf ist davon ausgegangen, im Oktober die Volleinführung von E10, das hätte bedeutet, so wie auch in Deutschland, dass mit einem Schlag 85% auf E10 umsteigen müssten. Wie dann die Diskussion im Februar, März in Deutschland 2011 aufgekommen ist, haben wir gesagt, hoppla, das sollten wir jetzt noch einmal überdenken. Wir sollten eigentlich aus den Unstimmigkeiten, aus den Fehlern lernen und sind dann mit dem Umweltministerium in Gespräche eingetreten. Wir haben es auch so bekannt gegeben, dass wir hier eigentlich eine stufenmäßige Einführung verlangen oder vorschlagen, die dann eigentlich dann erst dieses ursprüngliche Ziel frühestens im Oktober 2014 verlangt. Und es wurden dann auch im Umfeld gewisse Überlegungen angestellt, bis hin, wie heute schon vom Herrn Generaldirektor genannt, dieses Pickel da, ob mein Fahrzeug tauglich ist. Es wurde über die Kommunikation gesprochen. Es wurde natürlich auch über die steuerlichen Rahmenbedingungen gesprochen. Es hat ja der Herr auch vom ÖMTC darauf hingewiesen. Es wird nur über den Preis gehen. Und Deutschland ist uns ja wirklich hier ein sehr gutes Beispiel. Und wenn ich heute höre, es sind nur mehr 130.000 Fahrzeuge, man muss natürlich auch ein bisschen an Transit rechnen, das kommt von auswärts auch, aber
das ganz große Problem kann es dann auch nicht mehr sein. Aber ich glaube, wir sollten wirklich schauen, dass wir verträgliche und auch für die Umsetzer kostengünstige Varianten finden. Denn einfach nur sagen, da gibt es jetzt genug Zapfsäulen auf einer Tankstelle, damit haben wir automatisch für alles Bestandsorten. Das muss ich leider sagen. Es gibt auch eine Logistik, es gibt Tanks im Untergrund. Also man kann das nicht so vervielfältigen, wie man sich das vorstellt. Also kurz gesagt, zurzeit weiß man nichts gewiss. Wer auf jeden Fall was dagegen hat, gegen E10 und öffentlich schon seit Jahren dagegen wettert, ist die Arbeiterkammer. Christoph Streißler, Sie haben auch ein Papier drüber geschrieben. Was ist Ihr Hauptargument? Warum sind Sie gegen E10? Man muss sich manchmal fragen, ob man wirklich auf der richtigen Seite ist, wenn man viele Argumente hat, weil manchmal ist es gut, ein starkes Argument zu haben. Wir glauben, dass wir viele Argumente vorbringen können. Und ich möchte sie jetzt gar nicht alle ausbreiten. Es sind sicherlich viele heute angesprochen worden. Die Erhöhung der Lebensmittelpreise, ich glaube, darüber könnten wir sehr, sehr lange diskutieren. Da gibt es sehr viele verschiedene Positionen und ich glaube, das Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Die Frage, wie wirkt sich das denn tatsächlich auf die Landnutzungsänderungen aus, wie wirkt es sich auf die Treibhausgasemissionen aus, da sind wir der Auffassung aufgrund der Studien, die wir dazu heranziehen, dass das bedeutend schlechter ist, als es heute dargestellt worden ist. Ein wesentlicher Punkt, den möchte ich aber hier herausstreichen. Der Herr Landwirtschaftsminister hat das in seinen einleitenden Worten gesagt und es ist auch immer wieder heute angesprochen worden, was sind denn Alternativen in der Mobilität und warum brauchen wir die Biokraftstoffe? Und da gibt es grundsätzliche Auffassungsunterschiede. Aufgrund der Energiestatistik, die die Statistik Austria veröffentlicht, haben wir da die jüngsten Daten für 2010. Und wenn wir diese Daten heranziehen, dann sehen wir, dass in Österreich der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehr größenordnungsmäßig bei 9,3% liegt. Das klingt jetzt sehr überraschend hoch. Das liegt daran, wir haben natürlich die Biokraftstoffe, aber darüber hinaus haben wir eine ganze Menge an Elektromobilität in Österreich. Nicht die, die der Minister angesprochen hat, sondern die Bahn, die Straßenbahn, die U-Bahn. Das ist zwar mengenmäßig nicht ein so großer Teil wie der ganze Treibstoffbereich, aber in diesem Bereich haben wir ca. 65% erneuerbare Energien. Und durch diesen enorm hohen Beitrag führt das dazu, dass wir das Ziel der EU für 2020 praktisch schon erreicht haben. Das heißt, Österreich hätte keinen Handlungsbedarf, Ihrer Argumentation zufolge. Das ist eine der Argumentationen, warum wir meinen, dass E10 nicht der richtige Weg ist, in Kombination natürlich mit Maßnahmen, die die Effizienz im Verkehr verbessern. Und das bedeutet aus unserer Sicht eine viel stärkere Betonung der Verlagerung auf andere Verkehrsträger, auf den öffentlichen Verkehr, auf die Schiene. Ich finde es interessant, dass ich jetzt, obwohl ich die Leute eigentlich ziemlich wahllos aufgerufen habe, dass sie die drei Sozialpartner zusammengesetzt haben. Darum gehe ich jetzt gleich weiter. Herr Astl, Landwirtschaftskammer, wie kommentieren Sie diese Argumente? Ich bin in der Runde der die längste Erfahrung hat in der Diskussion der Sozialpartner über diese Themen und über andere auch. Es ist natürlich kein Zufall, dass ein Vertreter der Arbeiterkammer hier heute auf dem Podium ist, weil in der österreichischen Realverfassung das eine oder das andere Ministerium relativ oft Rat holt bei der Arbeiterkammer und ohne Zustimmung der Arbeiterkammer nichts rennt oder sehr, sehr wenig rennt. Das soll man auch so offen und so direkt sagen, dass hier so der Arbeiterkammer auf diese Weise ein ganz besonderes Mitwirkungsrecht zukommt. Und die Arbeiterkammer hat in diesen Fragen seit Jahrzehnten relativ einfache Argumente sich zurechtgelegt, die heute in einer Presseaussendung wieder zum Besten gegeben wurden. Ich könnte jetzt alle aufzählen, da sind einmal 5 Argumente drauf. Jedes dieser Argumente ist heute eindrucksvoll widerlegt worden, zweifelsfrei und eindrucksvoll widerlegt worden. Die Arbeiterkammer hat bereits Ende der 70er Jahre
gemeinsam mit anderen Gruppen die Beimischung von Treibstoffalkohol seinerzeit abgelehnt. Wir haben dann im Kreis der Sozialpartner in den 80er Jahren gemeinsam eine Studie mit dem WIFO gemacht, eine volkswirtschaftliche Analyse. Es hat dann der Professor Schneider aus Linz gemeinsam mit dem jetzigen Professor Hofreiter von jetzt auf der BOKU eine große Studie gemacht zu dem Thema. Es wird in der Diskussion unendlich oft das Argument verwendet, man soll warten auf die zweite Generation. Dieses Argument wurde schon vor über 30 Jahren eingewendet. In Steyr-am-Mühl hat es damals eine Versuchsanlage gegeben. Die haben wir mit großem Tamtam im 79er Jahr besucht. Wie es der Teufel haben will, gibt es also aus der Zellulose bis zum heutigen Tag natürlich noch diesen Alkohol. Der frühere Generaldirektor Ruttensdorfer war also bei diversen Arbeitsgruppen dabei, seinerzeit schon beim Minister Scharrebacher im damaligen Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie. Also ich kenne diese Geschichten also seit Jahrzehnten in- und auswendig und die Leier geben mir zum Teil schon ziemlich am Wecker. Und am Schluss ist es immer ganz einfach. Die Arbeiterkammer sagt, das ist wieder was für die Bauern. Und die Bauern haben eh schon zu viel gekriegt und die Bauern sollen nicht schon wieder ein Geld kriegen und schon nicht wieder eine Subvention kriegen. Die sollen einmal zufrieden sein mit dem, was sie haben. Und wenn man auf die Einführung der erneuerbaren Energie immer auf die Zustimmung der Arbeiterkammer gewartet hätte, hätte man heute noch keine erneuerbare Energie. Ich könnte jetzt zu vielen Punkten etwas sagen, aber die Arbeiterkammer hat in der Verhinderung der erneuerbaren Energieträger in Österreich zweifellos eine führende Rolle gehabt. Danke. Herr Streister, wollen Sie das was drauf sagen? Ich denke, dass das bekannt ist, dass in Österreich die Sozialpartner durchaus einen, glaube ich, sinnvollen Einfluss auf die Politik haben. Ich freue mich, dass die Arbeiterkammer diese Rolle auch spielt. Ich glaube, dass allen klar ist, dass natürlich die anderen Kammern und Ihre natürlich auch, Herr Generalsekretär, hier genauso mitwirken. Den langen Zeithorizont, den Sie jetzt irgendwie aufgespannt haben, den kann ich nicht nachvollziehen, weil ich noch nicht so lange in diesem Geschäft bin. Ich denke, dass wir durchaus versuchen, unsere Argumente mit sachlich zu belegen. Ich denke, es gibt, wie Sie auch wissen, wir haben da ein schönes Weißbuch gemeinsam produziert als Sozialpartner, das die Herausforderungen in der Energiepolitik beschreibt. Dort gibt es Gemeinsamkeiten und es gibt Differenzen, die wir dort nicht beschrieben haben. Dort gibt es viele Gemeinsamkeiten und dort haben wir festgestellt, dass ein Paket von Maßnahmen, eine Summe von Maßnahmen notwendig ist und nicht eine Maßnahme für sich das Heil bringt, sondern dass wir, wie wir das in Österreich üblicherweise diskutieren, mehr oder minder von jedem ein bisschen was machen. Und das war auch, und auf diese Weise sind wir irgendwann auch sogar beim Ökostromgesetz um ein, zwei Meter weitergekommen. Danke. Okay. Stichwort Warten auf zweite Generation, was der Herr Astl schon vor 20 Jahren gehört hat. Vor 30 Jahren. 30 Jahre, gut. Herr Marihalt, ich frage jetzt Sie, Sie sind ja auch Techniker, was ist bemerkenswert, es gibt ganz wenige Techniker, die in Österreich ganz nach oben geschafft haben. Herr Marihalt gehört dazu, Sie haben technische Chemie studiert. Ich frage Sie jetzt also ein bisschen mit diesem Hintergrund. Warten auf die nächste Generation. Ich habe so ein Orchideenstudium, MINT heißt das jetzt, gemacht. Gibt es ganz wenige. Okay. Zweite Generation. Ich habe, glaube ich, zum Schluss meines Referats gesagt, ohne erste gibt es keine zweite. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil es ganz einfach eine ökonomische Basis braucht für eine Weiterentwicklung. Und unser Bauplan für Bischelsdorf war anders, als wir jetzt Bischelsdorf weiterentwickeln und unsere bis hin zur CO2-Einsparung, das war nicht der erste Plan, sondern dass da rundherum was wächst und rundherum die Ideen wachsen. Das liegt daran, dass es einen Markt gibt mit E5, da war Österreich auch Vorreiter, ganz anders als Deutschland. Deutschland hat diese lineare Beimischung gehabt, bei uns hat es den einmaligen Schritt gegeben und das war, glaube ich, zumindest für die Bioethanolwirtschaft vernünftig und sinnvoll. Behaupte aber auch für die OMV oder Mineralwirtschaft. Zur zweiten Generation, die vielfach angesprochen wird,
Ich nehme zwei Beispiele. Das eine ist, ich glaube, die vorhin schon angesprochene oder der vorhin schon angesprochene Generaldirektor Rutensdorfer hat ja dann einmal, glaube ich, 100 Millionen Euro in einen Fonds gelegt zur Entwicklung von alternativen Energien, was lobenswert und sehr begrüßenswert war. Und man hat damals ein Projekt gemacht, um quasi mit Raffinerietechniken Elefantengras zu einem Ort Biodiesel zu machen, durch Raffinerietechniken. Ergebnis für 200.000 Tonnen, also Kapazität Bischelsdorf oder 10% Beimischung zu Benzin, Investkosten 1 Milliarde, Schätzung war das in dem Projekt. Alleine die Abschreibungen waren der derzeitige Marktpreis für Biotreibstoffe. Allein der derzeitige Marktpreis waren die Abschreibungen für diese Anlage. Also konnte nie und oder kann sich nie und nimmer rentieren, außer die Ölpreise verdoppeln sich. Zweites Thema, biotechnologisches Verfahren, sprich Zellulosehydrolyse. Wenn man Enzymkinetik kennt, dann gibt es schnelle und langsame Enzyme. Und das hat die Natur relativ weise eingerichtet. Es gibt Substanzen, die schnell verfügbar sein sollen. Da sind die Enzyme sehr aktiv und können das auch relativ leicht knacken. Dazu gehört natürlich der Zucker oder die Stärke. Die Amylasen heißen diese Enzyme. Die sind 500 Mal schneller als Zellulasen. Der Grund liegt auf der Hand, sonst würden die Bäume alle Jahr umfallen. Das tun sie aber nicht, sondern die halten 50 oder 100 Jahre. Und das liegt daran, dass ganz einfach die Aktivität eines Zellulase-Enzyms eben ein 500stel ist. Das heißt, um den gleichen Effekt zu erzielen, muss ich entweder 500 Mal mehr Volumen betreiben oder ich muss 500 Mal mehr Enzym einsetzen. Sind wir bei derselben Situation, nämlich dass allein die Enzymkosten so hoch wären wie die gesamte, wie der Marktpreis derzeit auf der Ethanolseite. Letztes Argument dazu, wenn Sie heute Stroh verspritten wollen, zahlen Sie für eine Tonne Stroh 80, 90, 100 Euro pro Tonne. Sie brauchen mindestens 4 Kilogramm in etwa. Das heißt, alleine die Rohstoffkosten sind 400 Euro. Das ist nicht wettbewerbsfähig. Zweite Generation daher sicherlich richtig aus meiner Sicht. Viel Entwicklungsarbeit notwendig, aber kostenmäßig brauchen Sie einen Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel. Doppelt so hoch wie heute. Sonst geht es ökonomisch nicht. Während Bioethanol, wie die Kurve zeigt, im Moment ökonomisch jedenfalls machbar ist. Zu gleichen Kosten wie Benzin. Und damit, glaube ich, ist es wichtig, hier einen Markt zu entwickeln, die Forschungsarbeiten dadurch zu ermöglichen. Aber die aktuelle Situation spricht nicht dafür. In den USA wird im Übrigen massiv geschwindelt. Da gibt es ja eine entsprechende Verordnung. Ich glaube, ich weiß nicht, 1, 2, 3% müssen zweite Generation Herkunft sein. Die zweite Generation wird attestiert, wann das aus Sorghum kommt. Das Ethanol, was im Wesentlichen dasselbe ist wie Gugurutz, oder wenn das aus Weizen kommt, beispielsweise, und nicht aus Mais. Nur um, ja. Das heißt, Sie sind nicht 20 Jahre Voraussetzung für amerikanische Technologie. Herr Lindner, Sie sind nicht nur ein langjähriger Kenner der Agrarpolitik und der Märkte, sondern auch Bauer selber. Ich bin aufgewachsen mit diesem Satz, der Landwirt wird auch ein Energiewirt werden. Wurde er das schon? Das Mikrofon. Okay, ich bin an und für sich ein kleiner Bauer. Trotzdem, ja. Ich glaube, dass er am besten Wege ist, Energiewirt zu werden. Wir haben da gewisse Vorreiter. Ich meine vor allem im Biodieselbereich, Pflanzenölverwendungsbereich und dergleichen. Da haben wir tatsächlich bereits wirklich Energiewirte. Wir haben auch wenn man sagt, wenn man Strom, Wärme und den ganzen Energiemix anschaut, wir haben bereits wirklich energieautarke Bauernhöfe auch. Das muss man auch anerkennen. Es gibt auch im Bereich der Wärme, heute ist das Thema Verkehr und da speziell eines, das ist das Ethanol und der Benzin. Aber wenn man die ganze Palette sieht, glaube ich, sind wir in Einzelfällen schon sehr weit, auch in der Wärme und im Strom erzeugen. Ja. Und auch dort, glaube ich, gibt es in den nächsten Jahren große Chancen.
Vor allem im Wärmebereich, glaube ich, ist akuter Handlungsbedarf, wenn man im Klimaschutz, wir haben das neue Klimaschutzgesetz letztes Jahr in Kraft gesetzt, wenn man im Klimaschutz weiterkommen will, glaube ich, müssen wir bei den erneuerbaren Energien massiv weiterkommen. Entstehen bleiben auf dem derzeitigen Niveau oder ein Stagnieren, glaube ich, bringt uns nichts. Wir haben eine interessante Diskussion in der Politik in Österreich. Wir wollen Klimaschutz betreiben, wir wollen eine nachhaltige Energiepolitik haben, Umweltschutz machen und dergleichen. Wir wollen Beschäftigung, moderne Technologien, grüne Technologien haben. Und wenn man irgendwas probiert in dem Land, einen Schritt wieder zu setzen, haben Partikularinteressen sofort wieder im Vordergrund und alles wird wieder schlecht geredet. Das Gesamthafte im Auge zu haben und so machen wir Schritt für Schritt, haben wir dann wieder in der Urphase der Diskussion. Zum Thema E10 verstehe ich die Aufregung prinzipiell überhaupt nicht, weil die Menge, die wir brauchen, um E10 einzuführen, umzusetzen, die erzeugen wir bereits. Also wir brauchen weder zusätzliche Flächen für E10 in Österreich noch irgendwas anderes. Ja, und haben einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit darf man das Ethanol exportieren. Gut gerechnet im Klima wird es anderen Ländern, wir haben die Kosten. Das ist meines Erachtens kein gescheiter Weg. Und zur Umsetzung der EU-Vorgaben, glaube ich, sollte man diesen Schritt Ethanol E10 einmal machen und dann die weiteren Überlegungen anstellen und dann abwägen, ob das geht oder nicht. Das ist okay. Aber dieser Schritt ist meines Erachtens eigentlich machbar und die Aufregung umsonst ein bisschen was noch zu den Preisen. Wenn man sich das genauer anschaut, der Generalsekretär hat 35 Jahre zurückgeschaut, ich schaue jetzt 20 Jahre zurück. Vor 20 Jahren war der Getreidepreis in Österreich zwischen 3.000 und 4.000 Schilling die Tonne. Jetzt ist er bei 150 bis 200, etwas höher als in den vergangenen Jahren. Das bedeutet ungefähr, wenn ich das so hernehme, 2.800 Euro bis 3.500 Euro. Wir sind nach wie vor deutlich unter dem Niveau von Anfang der 90er Jahre. Das muss man sich auch einmal anschauen und auch beachten, dass das Nominalpreise sind und die realen Preis- und Kostenentwicklungen eine ganz andere Sache noch dazu sind. Ja, das ist auch eine Tatsache. Also wir sind bei den Preisen für agrarische Produkte und Rohstoffe nach wie vor sehr, sehr niedrig. Ja, dass die Rohstoffe der agrarischen trotz dieser Situation ständig für Preissteigerungen im Lebensmittelbereich verwendet werden, hat andere Ursachen, aber das wissen die hier anwesend ohne dies. Danke. Willst du das kommentieren? Ja, es gibt natürlich viele, viele Ansatzpunkte und ich glaube, es gibt viele Punkte, an denen man sich einig ist und wenn man dann aber weiter argumentiert, divergiert. Ja. Einer davon, den möchte ich aufgreifen, das ist die Frage der, der Selbstversorgung im Bereich von Getreide, also von Weizen und Mais für die Ethanolproduktion. Natürlich ist es richtig, dass die Menge, die in Österreich produziert wird in Pischelsdorf, mit im Wesentlichen in Österreich produzierbarem Weizen und Mais erzeugt werden kann. Das kommt teilweise, wie er dargestellt wurde, auch aus Tschechien oder Ungarn. Aber im Wesentlichen ist das lokal machbar. Unsere Argumentation, warum eine derartige Politik, die Lebensmittelrohstoffe aus dem Markt abzieht, dennoch ein Problem ist, ist eine, die über die österreichische Grenze hinausschaut. Es ist sicherlich so, dass die Menge an Getreide, die in Österreich in die Ethanolproduktion geht, für die Weltversorgung mit Getreide keine Rolle spielt. Es geht hier aber um eine Politik, die von vielen großen Playern betrieben wird, von der EU genauso wie von den USA, die enorm hohe Mengen an, also die USA, die letzten Zahlen, die ich habe, sind größenordnungsmäßig 12% der Weltmaisproduktion, die in die Versprittung in den USA gehen. Das ist eine Menge, die sehr, sehr groß ist. Im Vergleich dazu nimmt sich die österreichische Menge natürlich marginal aus. Der Punkt ist aber, auch was wir vom Weltmarkt abziehen, fehlt auf diesem Weltmarkt. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu vor 20 Jahren, dass natürlich im Getreidebereich auch der Handel hier viel, viel stärker globalisiert worden ist und daher
wir auch eine im Wesentlichen parallele Entwicklung der Preise sehen. Dass aber die Getreidepreise auch sehr stark an den Energiepreisen angekoppelt sind, das ist auch gar keine Frage. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Nur einen Satz. Ja. Sind Sie bei der gemeinsamen Agrarpolitik-Reformvorschlägen jetzt für eine 7%ige Flächenstilllegung als Arbeiterkammer? Das ist zu wenig, ne? Oder wie argumentieren wir das? Die EU hat 10, 20 Jahre lang 10% Flächenstilllegung. Das ist zu wenig, 10%. Ich muss hier gestehen, dass die GAP nicht mein Fachgebiet ist. Es ist sicherlich so, dass Flächenstilllegung auch ein Thema ist, das unter ökologischen Aspekten zu diskutieren ist. Sicherlich auch eines, das unter dem Gesichtspunkt der Herausnahme von Flächen aus der Produktion zur Stützung von Preisen da ist. Das war ja mit ein Grund, warum, als die Getreidepreise so hoch waren, die Flächenstilllegung dann auf Null gesetzt worden ist. Okay, danke. Herr Lindner. Ja. Wir waren ja mal in der glücklichen Lage, hohe Getreideüberschüsse zu haben. Ja, wir hatten Jahre, so auch in der Zeit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, ja, so 1 Million Tonnen, manchmal sogar 1,5 Millionen Tonnen Getreideüberschuss zu haben. Damals war das größte Kritik an der Landwirtschaft, sie produziert Überschüsse, die kein Mensch auf der Welt braucht. Ja, sie sind nicht verwertbar, kosten immens viel Geld, wir müssen die Politik ändern. Ja, wir haben uns geändert, heute kriegen wir den Vorwurf, dass wir aus dem Nahrungsmittelbereich was wegziehen. Was aber logisch ist, wenn man die Energiepreisentwicklung hernimmt und die Opportunitätskosten sich anschaut, ist klar, dass bei steigenden Energiepreisen zunehmend da was verwendet werden wird, das brauchen wir gar nicht viel lang diskutieren. Das ist das eine. Zum anderen, wir haben in Österreich nach wie vor trotz Erzeugung und Verwendung von 600.000 Tonnen Getreide in Bischelsdorf einen Selbstversorgungsgrad von über 100% im Durchschnitt der Jahre. Ja, nach wie vor. Und wir leben in einer Region, die insgesamt einen Getreideüberschuss hat von 9, 10 Millionen Tonnen jährlich. Wenn man Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich zusammen sieht, haben wir in der Dimension drin. Ja, und zu glauben, dass wir mit unseren hohen Transportkosten zu allen Weltmeeren, und das ist in Wahrheit das Haupthindernis für unsere Exportteilnahme überhaupt, das ist der Transport zum Meer, hier die Welt versorgen können mit diesen Produkten und den Hunger vielleicht irgendwo stillen können, in anderen Ländern, dann täuscht man sich. Es hat sich immer gezeigt und auch die Amerikaner wurden für ihre Exportpolitik drastisch vehement kritisiert, dass der Hunger in gewissen Regionen der Welt nicht lösbar ist, indem dass wir dorthin liefern und beitragen zur Weltversorgung, sondern wir müssen denen lernen, ja, das selbst zu erzeugen, sich selbst zu ernähren und dergleichen und den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen. Und es ist auch ein wertvoller Beitrag, wenn wir denen die fossile Energie nicht 100% wegnehmen. Wir reichen Industrieländer, sondern schauen, dass wir hier unabhängiger werden. Ja? Und da auch bei der Energie diesen einen Anteil überlassen. Ja? Also ist der Schritt auch aus diesen Überlegungen meines Erachtens durchaus sinnvoll und aus verteilungspolitischen Wohlstandsüberlegungen in der Welt durchaus auch ein sinnvoller Schritt. Und nicht immer sagen, wir erhöhen damit den Hunger in der Welt, wir tragen bei, wir müssen nur was anderes noch tun. Ja? Die Länder stabilisieren und helfen, dass sie wieder Kreislaufwirtschaft und Ähnliches aufbauen können. Okay, ja? Danke. Herr Mari hat Sie bitte. Ich wollte nur kurz ergänzen dazu. Ich glaube, das Welthungerproblem ist nur durch höhere Rohstoffpreise lösbar. Sonst investiert keiner in Landwirtschaft in Entwicklungsländern. Und das Preisniveau, das wir jetzt haben, ist ein erster Ansatz dazu, dass wir zu einer weltweiten Landwirtschaft kommen. Es ist interessant, dass die Länder, die 80% ländliche Bevölkerung haben, sich nicht selber versorgen können, bäuerliche Bevölkerung haben, und die Länder, die 2% landwirtschaftliche Bevölkerung haben, die produzieren Überschüsse. Ich glaube, das Hungerthema, wenn das mit E10 verbieten lösbar wäre, wäre der Erste, der dafür wäre. Aber das glauben Sie, glaube ich, auch nicht, dass das damit lösbar ist. Und insofern kann ich nur sagen, das Preisthema ist ein Ölpreisgetriebenes, das kann man sehr leicht vergleichen. Die FAO in Rom gibt's, kennen Sie wahrscheinlich, gibt es entsprechende Kurven. Die Preise für
für landwirtschaftliche Rohstoffe und für Öl sind so zusammengelaufen. Und seit es so weiterläuft, laufen die natürlich mit drauf. Das ist ein Thema, das, glaube ich, hat nichts mit Biotreibstoffen zu tun. Herr Steuster, einen Satz? Ja, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich sage, das, was wir nicht in die E10-Produktion stecken, das schaffen wir jetzt mit einem Schiff in hungernde Regionen in Afrika. Das ist nicht meine Vorstellung von Entwicklungspolitik. Natürlich ist Hunger eine Verteilungsfrage. Das ist einmal überhaupt gar keine Frage. Dennoch, wir beeinflussen den Weltmarktpreis und das will ich. Okay. Herr Astl? Ich habe mit der Arbeiterkammer in diesen Fragen 35 Jahre Diskussionserfahrung, insbesondere mit dem in der letzten Zeit relativ oft in den Medien vorkommenden Werner Muhm. Ich könnte jetzt also unendlich viel dazu sagen. Ich möchte die Arbeiterkammer einladen, die Kirche im Dorf zu lassen und nicht jetzt also mit einer so scheinheiligen Autarkiediskussion in der Getreideversorgung zu beginnen, wenn man weiß, dass die Arbeiterkammer den Lebensmittelhandel ganz ausdrücklich aufruft, Lebensmittel zu importieren, wenn die inländischen Anbieter zu teuer sind. Das ist ein Sachverhalt. Und ich könnte jetzt unendlich viel dazu sagen. Ich bin im Übrigen der festen Überzeugung, dass wir gut daran tun, von einem europäischen Binnenmarkt auszugehen und die gedanklichen Ländergrenzen bei der Versorgung von Getreide für unsere Industrie, also nicht gerade jeden Tag vor Augen zu haben, auch wenn ich sage, dass es uns lieb und wert ist, wenn die inländische Industrie in Österreich einkauft. Aber die Wettbewerb und Wirtschaften in Europa setzt auch voraus, dass man eine gescheite Logistik hat, eine gescheite Versorgung hat und dass man nicht so tut, weil wenn man alles aus dem Radius von 20 Kilometern beschaffen müsste, das ist eine der verlogensten Dinge, die die Lebensmittel und andere derzeit also betreiben. Okay, danke. Bevor wir jetzt in eine politische Grundsatzdiskussion kommen, zurück zur E10. Herr Jaschnik, Sie haben jetzt da lange zugehört bei dieser Debatte. Was ist Ihnen dabei eingefallen? Es ist eine spannende Debatte, das war ja auch das Ziel der Veranstaltung. Wir wollten einfach einmal mit Vorträgen Fakten bringen, die man unterschiedlich selber bewerten muss. Die politische Diskussion, die kennen wir, die ist im Gange und ich glaube, ob man einen Zehn einführt oder nicht, ist rein eine politische Entscheidung, die zu treffen ist. Wenn man es haben will, dann muss man eine Entscheidung treffen und dann muss man auch eine gewisse Vorlaufzeit geben, um das entsprechend auch richtig umzusetzen. Ich möchte aber noch einen anderen Gedanken in die Diskussion einbringen, der jetzt nicht direkt mit E10 zu tun hat. Wir sehen ja generell, dass, und das glaube ich ist ja auch klar, dass wir mit Biotreibstoffen den Verkehrssektor nicht retten können in der Versorgungssicherheit und auch bei den Emissionen, wenn fossile Treibstoffe weniger werden. Dass sie weniger werden, das hören wir von allen Seiten. Das ist, glaube ich, zu akzeptieren. Damit müssen wir umgehen. Was wir Sicht des Biomasseverbandes schon lange eigentlich vertreten und wo ich mich immer mehr auch bestärkt fühle, ist, schauen wir, dass wir dort, wo wir das Öl am besten ersetzen können, dass wir es dort tun. Und das ist auch schon angesprochen worden. Da sind wir im Wärmemarkt. Also aus erster Sicht gehört für mich das Öl aus dem Heizkeller raus, weil es viel zu wertvoll ist, Diesel, der nur eine andere Farbe hat, im Heizkeller nur zu verbrennen. Da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ob wir uns alle einig sind, weiß ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das eine gescheite Strategie ist. Da haben wir die besten Technologien in Österreich, die wir europaweit, weltweit vertreiben. Da sind wir sehr, sehr effizient und vor allem auch sehr kostengünstig. Also da sollte man weiter tun. Und ob E10 eingeführt oder nicht, das wird der Herr Marihard nicht entscheiden. Er produziert die Menge. Die Frage ist auch schon andiskutiert worden, wollen wir es haben oder nicht. Mein Hausverstand sagt, wenn wir es produzieren, sollte man es in Österreich auch nutzen. Das ist das Resümee. Ja, darf ich die Frage an Herrn Marihard stellen, weil so oft kann ich sie nicht stellen. Sie produzieren zurzeit mit der vollen Kapazität von Pischelsdorf. Wenn ich es richtig verstehe, exportieren Sie ungefähr die Hälfte dieser Produktion nach Deutschland, wo das für die Ethanolbeimengung verwendet wird. Was ist Ihr Interesse
an der Einführung von E10 in Österreich. Weil ob Sie es in Deutschland absetzen oder in Österreich, kann Ihnen ja in meinem Verständnis eigentlich gleichgültig sein. Die Antwort ist relativ einfach. Wir haben investiert, um in Österreich Biotreibstoffe zu erzeugen und zu verwenden. Das war die gesetzliche Grundlage. Wir haben nicht für Deutschland investiert. Weil dann hätte ich in Deutschland investiert und nicht in Österreich, um es klar zu sagen. Das war durchaus im Übrigen nicht so eine gemähte Wiese, dass wir in Österreich investieren. Die Voraussetzung war, dass hier in Österreich der Markt ist und dass wir auch in Österreich entsprechend langfristige Abnahmeverträge haben, was wir dankenswerterweise mit der OMV für die 5% hatten und haben. Aber das ist der Grund. Das ist ein Bekenntnis, wenn Sie so wollen, zu Österreich. Das ist der eine Punkt. Wenn Sie mich heute fragen und sagen, okay, jetzt habt ihr den Markt, dann gibt es eine Kleinigkeit von 20, 25 Euro Transportkosten. Das sind schlicht und einfach Miles, die hier gemacht werden. Da verdient auch jemand daran, das ist klar, aber das sind für 100.000 Tonnen sind das 2,5 Millionen Euro. Also es ist auch ein ökonomisches Interesse dahinter, sicherlich auch. Ich glaube, Sie haben natürlich ein ökonomisches Interesse, aber der Staat Österreich und der Umweltminister ist kritisiert worden, weil er Emissionszertifikate zugekauft hat, um Kyoto halbwegs zu retten. Der Staat Österreich muss Interesse haben, dass die Emissionen zurückgehen. Biotreibstoffe bieten kurzfristig eine Lösung. Und natürlich kann man sagen, das 2020-Ziel haben wir eh schon erreicht. Die Frage ist aber, hört sich 2020 die Welt zu drehen auf oder denken wir weiter? Und wenn wir die Aussagen der Weltöffentlichkeit und der Forscher und auch die EU-Papiere anschauen, so geht es in die Richtung, dass wir bis 2050 minus 95% Emissionen reduzieren werden. Da ist für mich die Frage, was tun wir? Was tun wir jetzt? Ja, das ist ja das Absurde. Wenn man sich das anschaut, wir produzieren das Ethanol, hätten ein Potenzial zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei Verwendung des Ethanols. Wir exportieren es und erzeugen noch mehr CO2 dadurch. Ja, das ist ja das Absurde überhaupt schlechthin. Hier vom Markt die Rede ist. Vielleicht auch aus Sicht der Mineralölindustrie kurz einmal ein Hinweis darauf, es ist heute auch schon mehrfach da in den Grafiken genannt worden. Wir reden natürlich von E10, wir reden vom Benzinmarkt. Ja. Wir haben in Österreich also überwiegend einen Dieselmarkt mit rund 75% und müssen bedenken, dass natürlich diese 25% oder etwas weniger Benzin natürlich in erster Linie über die Tankstellen verkauft werden. Im Gegensatz zum Dieselbereich, wo wir auch einen sehr hohen Commercial-Anteil haben, also Großkundengeschäft, ist das ja bei Benzin nicht der Fall. Ich möchte eigentlich schon jetzt irgendwie auch die Gelegenheit nutzen, wenn das die Konsumenten, die Autofahrer sind, die natürlich eine Vielzahl darstellen im Verhältnis zum Großkundengeschäft, wird es natürlich schon sehr erforderlich sein, dass man hier entsprechend heute dann die Informationen aufbereitet, dass man hier, und das ist auch von Ihnen genannt worden, entsprechende Zeit hat dafür. Also ich glaube, das sind alles diese Punkte, die wir auch in den Gesprächen mit dem Umweltministerium genannt haben. Und ich kann auch heute schon sagen, auch wenn es nicht quasi unser Produkt ist, auch wenn es nur 10% drinnen hat, so wie das heute dargestellt wurde, was natürlich richtig ist, aber es ist nicht unser Produkt in erster Linie, aber wir werden sicherlich bereit sein, beziehungsweise die Tankstellen, und ich kann hier für den Fachverband Mineralölindustrie sprechen, ich gehe davon aus, der Energiehandel macht das für die anderen Tankstellen genauso, dass man zumindest entsprechendes Informationsmaterial auflegt, dass diese Liste, von der immer wieder die Rede ist, dass die natürlich aufgelegt wird auf den Tankstellen, weil der Pkw-Fahrer muss dann schon quasi selber hineinschauen und sein Auto suchen, aber im Grunde genommen diese Informationstätigkeit ist erforderlich. Und noch ein Punkt, wieder zu E10. Wir haben aus Deutschland gesehen, und ich glaube, ich habe so einen Stoß Pressemeldungen vom Frühjahr 2011 bei mir im Büro liegen,
die eigentlich nur darin bestanden, wie eine Partei eine Stelle die andere beschimpft hat, wer jetzt schuld ist an dem Ganzen. Und das hat eigentlich, glaube ich, unheimlich viel Kraft gekostet, hat dann erst recht zu einer Verunsicherung geführt. Und ich bin es zum Teil gewohnt natürlich, aber ich würde schon schauen, dass wir hier vielleicht uns da nicht fokussieren auf den einen oder anderen, sondern dass wir versuchen, so wie es auch im ursprünglichen Konzept vorgesehen war, dass wir eigentlich alle dann, wenn es soweit ist und wenn wir wissen, wie wir es umsetzen wollen, mit welchem Zeitablauf, mit welchen Rahmenbedingungen, dass wir dann nicht anfangen, also das sind jetzt da die Bösen und das sind die Guten, sondern dass wir eigentlich dann, wenn es soweit ist, dazu stehen. Ja, ich wollte noch ein Argument aufgreifen, das Sie gebracht haben mit den 9% schon erfüllt und so weiter. Ich glaube, das ist ein Bier möglicherweise, kann das also jetzt nicht nachrechnen, aber wenn Sie hier die ÖBB und Strom aus deren Kraftwerken und so weiter, das Wasserkraftwerken dazurechnen, mag das so sein. Aber natürlich wird, wenn Sie das so rechnen, wird deswegen keine Tonne CO2 vermieden, weil Sie nehmen aus einem Topf heraus, der schon immer da war. Das heißt, es geht ja darum, wie schaffe ich zusätzliche CO2-Emissionsminderungen. Das ist ja die Idee dahinter. Wie Sie argumentieren, ist das zwar vielleicht die formale Erfüllung eines Kriteriums, eines von im Übrigen dreien, aber es ist nicht der Geist dahinter, der dahinter stehen sollte. Das wollte ich also hier noch anmerken zu dem Argument vorhin. Okay, Herr Astl. Ich möchte Herrn Čapek ausdrücklich recht geben bei dem, was er gesagt hat. Solche Projekte kann man nur gemeinsam umsetzen und genau nach dem Stil, wie er das gesagt hat, das ist der richtige Weg. Und das haben wir in Österreich auch gelernt, wie man sowas macht, und wir haben da ausreichende Erfahrung. Die Voraussetzung ist, dass der gemeinsame Wille dazu da ist, und der ist im Moment leider noch nicht da. Danke. Genau das gibt mir das Stichwort. Ich hätte gerne in einer kurzen Schlussrunde von jedem unserer Diskutanten eine persönliche Einschätzung. Glauben Sie, dass wir in Österreich E10 haben werden, ja oder nein? Und wenn ja, wann? Das sind wir beginnen will. Sich der Meinung enthalten gültend. Nein, das ist, freilich ist das ein bisschen Kaffeesud lesen. Also wenn es nach der Arbeiterkammer geht, dann sind die Maßnahmen im Verkehr ganz woanders zu setzen. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf diese Frage, was machen wir im CO2-Bereich? Wir sind wirklich der Auffassung, dass wir an der Struktur des Verkehrssystems was verändern müssen, um langfristig die genannten Ziele für 2050 zu erreichen. Und es wird nicht dadurch gehen, dass wir eine veraltete Technologie mit einem Substitut weiterschleppen und weiterschleppen, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, dass der Verbrennungsmotor eine energetische Effizienz von, wenn es hochkommt, 35% hat, 30% meistens. Und ich glaube, wir müssen uns auf diesen Bereich fokussieren und nicht schauen, wie können wir eine Uralttechnologie mit künstlichem Leben halten. Das heißt, Sie nicht Sie glauben, sondern Sie hoffen, dass es nicht eingeführt wird. Aber auf andere Veränderungen. Ja. Die Richtlinie über die erneuerbaren Energien hat ja ein Ziel 2020. Ich glaube, dass wir hier für die Umsetzung, so wie sie ursprünglich geplant war, dass wir auf diese Art der Umsetzung momentan auf alle Fälle verzichten können, dass wir uns einen neuen Zeitrahmen setzen sollten, dass wir hier schon noch etwas Zeit haben, was die hohen Substitutionsziele betrifft, und dass wir hier die Zeit nutzen sollten, hier quasi den Konsumenten auf freiwilliger Basis in Form von kleineren Einheiten einmal zu überzeugen. Wir werden auch die Preisfrage regeln müssen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie die Signale derzeit lauten für einen Steueranreiz, in welcher Form auch immer. Dieser Steueranreiz ist aus unserer Sicht unbedingt erforderlich und hat auch die Vergangenheit, hat das gezeigt, dass es damit möglich ist. Wie hier die politische Situation ist, das will ich jetzt hier nicht beurteilen. Also ich glaube, wir brauchen es nicht von heute auf morgen in der ursprünglich angedachten Form. Im Laufe der Jahre gehe ich davon aus, dass es kommen wird. Herr Astl? Wir sollten in Österreich den Weg gehen, den erneuerbaren Energieträgern den Vorrang einzuräumen, wie das mehrere europäische Länder tun. Ich war kürzlich in Dänemark und in Schweden.
Das ist beeindruckend, wie die Leute aus der Verwaltung, aus der Politik, aus der Wirtschaft diese Themen referieren und klare Positionen dazu einnehmen und auch in der Umsetzung stark sind, in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik gut arbeiten. Das, was Streißler von der Arbeiterkammer jetzt angedient hat, ist das Modell, irgendwann werden wir keinen Verbrennungsmotor haben in 30er, 40er oder 50 Jahren. Bis dahin werden wir halt schauen, dass in Wien ein paar Leute ein U-Bahn-Netzkarten kaufen und damit hat sich das. Das wird uns, da werden wir mit unserem CO2 nicht ganz auf die Reihe kommen. Danke. Also kriegen wir... Ich gehe davon aus, dass die Regierung in der Lage ist, so ein Pinball-Projekt umzusetzen. Herr Lindner? Ja, ich gehe auch davon aus, dass E10 als nächster Schritt in der Verwendung Erneuerbarer im Verkehrsbereich eigentlich bei einigen Willens gehen müsste, relativ einfach gehen müsste. Ist nicht der falsche Schritt, sondern ein richtiger Schritt. Es ist ein Schritt in der Jetztzeit und nicht in der Zukunft, in der Fernen, wo Mole miteinander nicht wissen, was da passieren wird. Die Fantasien sind da viel, aber greifbar ist nichts und wir müssen jetzt handeln. Und in der Klimapolitik umso wichtiger, nicht so sehr in der Energiepolitik, sondern vor allem in der Klimapolitik. Und gerade im Verkehrsbereich ist in den letzten Jahren, meines Erachtens mit Ausnahme von E5, und RME als Beimischung zu Diesel eigentlich nicht viel weitergegangen im Beitrag zur Klimapolitik. Ja. Okay, also kurz gefasst, Sie glauben auch, dass das kommt. Ja. Also ich möchte es kurz machen, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich glaube, dass es auf beiden Seiten auch vernünftige Menschen gibt, in allen politischen Lagern, und gehe davon aus, dass es eingeführt wird. Bald? Also den Wochentag möchte ich jetzt nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre doch passieren wird. Ja, ich glaube, dass die 5% zusätzlich sind da. Es wäre wenig glaubwürdig, von der Politik nicht zuzugreifen, schlicht und einfach. Bei Kyoto blamieren wir uns sowieso bis auf die Knochen mittlerweile. Völlig unglaubwürdig, was damals verhandelt, versprochen wurde. Statt dass wir wenigstens die Emissionen gehalten hätten, liegen wir drüber und all die Dinge. Ich glaube aber trotzdem, auch was die Zukunft betrifft, Bioethanol hat auch Zukunft, was andere Antriebssysteme betrifft, nämlich zum Beispiel Brennstoffzellen. Die werden sicher eher mit Bioethanol betrieben als mit Wasserstoff. Und insofern, ja, ich persönlich glaube, dass Vernunft einkehrt in den nächsten Monaten. Also heuer noch. Heuer noch. Wir werden sehen, wer recht hat. Ich bedanke mich bei unseren Diskutanten hier. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dasein, fürs Mitdenken. Wir haben jetzt den ganzen Tag einen ziemlich langen Weg zurückgelegt. Es war wir haben wirklich fast alle Aspekte von Bioethanol heute irgendwie angesprochen, kontrovers angesprochen auch. Diese Veranstaltung wird dokumentiert in schriftlicher Form. Es wird im Mitte Juli, wurde mir gesagt, eine Broschüre herauskommen, entweder das PDF auf der Homepage herunterladbar oder gratis bei den Veranstaltern bestellbar. Die PDFs von den Präsentationen, habe ich schon gesagt, sind ab morgen im Netz. Diese Diskussion wird sicher fortgeführt werden, muss fortgeführt werden. Das sind einfach grundsätzliche Fragen, die auch, da sozusagen oute ich mich jetzt, die durchaus auch grundsätzlich diskutiert werden sollen. Wir werden sicher noch voneinander hören, lesen und so weiter. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen und wünsche einen schönen Abend. Applaus